Hi Leute, ihr werdet es nicht glauben. Sensationell, der Andi hat eine Wette verloren. Eine richtig böse Wette mit Fräulein. Wisst ihr Leute, ich habe Mitte März wart, ein Kumpel, was die bräucht. Fräulein meinte, kriegst du nie wieder. Ich, na klar, und hab gewettet. Und ich sage und schreibe, die darf mich jetzt schminken. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, weil wir haben es jetzt Mitte Mai und ja, irgendwie, ihr könnt es euch ja denken, ich habe verloren. Ne? Gut, dann lassen wir uns heute mal von Bräuchen schminken. Dann gehen wir sie ja noch so raus zum Gassi, so voll gekleistert mit Farbe. Und wenn wir es schaffen, habt ihr morgen das Video online. Ich bin natürlich hell begeistert, ihr dürft doch alle gerne teilen. Ich denke mal, die betreffenden Personen wissen schon genau und fühlen sich auch schon angesprochen. Ich nenne bewusst keine Namen, keine Orte, kein Nichts. Ich bin nur stinksauer, dass ich gerade eine Wette verloren habe. Okay, Leute, bis zur Schminktime. 2, das Schminken beginnt. Und ich freue mich jetzt schon ganz ungemein, Leute. Ihr könnt es euch vorstellen. Gut, dann fangen wir an, Fräulein. Also als erstes kommt die Creme, natürlich, damit die Haut davon verschont wird. Und boah. Ja, scheiße, es ist ekelhaft, aber man musste jetzt durch. Weil wie gesagt, was habe ich gesagt? Du kriegst das eh nie wieder. Ab. Naja. So, dann fangen wir an mit dem Concealer. Gehen wir in den Zirkus oder nur zum Theater? In Zirkel, in Theater. Also wirst nur dezent geschminkt. Cool. Kriegsmalung, Yankees, Take 1. Okay, wo ist jetzt mein Make-up bei? Ei. Am besten mal auskippen, würde ich sagen. Nee. Wo ist das Ei? Wer hat das Ei von euch dreien? Zwei. Also ich könnte dir jetzt wieder ausbauen, weil die brauche ich noch. Da ist es. So. Jetzt verblende ich den Concealer über deine Augen und ein bisschen auf der Nase. Der Rest kommt nach dem Make-up drauf. Da du einen etwas dunkleren Ton hast als ich, müssen wir. Eine Bräunungsstudio kann ich mir heute sparen. Mann, was macht man hier alle hier, ey? Und alle nur wegen so einer Scheißwette, die man verliert. Tja, ich hätte nicht gewettet. Aber naja. Zum Glück trägst du kein Bart. Das hätte sich jetzt so blöd gemacht, nehme ich mal an. Was? Wenn ich einen Bart hätte. Ja. Ich habe das schon einmal durch mit dem Bart zu schminken. Ja? Ja. Ups. Leute, ich sehe aus wie eine Mumie. Wow. Wie gesagt, ich krieg's nicht. Naja, Leute, was macht man nicht alles? Ja, ne? Siehst gleich noch mehr aus wie eine Mumie? Hier ist Bruder. Danke. Ach, bitte, lach mir zwischen die Beine. Sorry. Und Leute, seid mir bitte nicht sauer, wenn es scheiße aussieht, aber ich kann einfach keine anderen Menschen schminken. Ich denke mal, das soll dann nicht perfekt sein, das soll ja wert zu sein, dass ich jetzt einen Obst mache. Jo. Hm? Und du darfst sogar entscheiden, was du drauf haben willst für eine Farbe, gleich beim Lidschatten. Oh. Am besten pink. Pink habe ich leider nicht da. Welch ein Glück. Früher hättest du mich fragen sollen, ob ich pink da habe. Früher war meine Lieblingsfarbe pink.
Das weißt du sogar selber. Entschuldigung. Ich sitze heute mal hinter der Kamera, aber kein Problem. Ich finde es nicht schlimm. So, willst du Lippenstift drauf haben? Du bist die Schminkerin. Du hast die Wette gewonnen. Wenn ich wie Klon Dolly rumlaufe. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefällt, Leute. Ja, Lucy ist es auf jeden Fall. Wimpernzange. Bitte? Nein, Augen auf. So. Ganz ruhig bleiben. Du musst ruhig bleiben. Das könnt ihr mir nicht setzen, dass man geht. Also es kann jetzt nicht wehtun, aber jeder fühlt sich diesen. Ich werde mich nicht bewegen. Ganz ruhig. Ich mache jetzt nicht so da. Halt sie da. Möchtest du schwarzen Eyeliner noch mit drauf haben? Pink. Oder? Den pinken habe ich eigentlich. Ja, da hättest du Augen auflassen müssen. Ja, jetzt haben wir den Fehler. Ja, tut das weh? Fühlt sich komisch an. Du darfst nicht zwinkern. Ach cool, unten gleich mit dem Mann. Du darfst nicht zwinkern. Bleib mal, versuch mal ruhig zu bleiben. So, als ob dir ein Augenarzt an deinen Augen rumfummelt. Ich weiß für euch, Kerle, ist das kein guter Geschmack? Gut. Okay, Leute, wir lassen es gleich so. Ich muss ihn ja nicht abschminken. Echt cool. Wir suchen noch einmal eine Mascara. Aber dafür musste Herr auch mal ruhig bleiben und mich nicht hier in der Kamera zeigen, aber wie gesagt, ich habe mich ja vorhin wieder abgeschminkt, nachdem ich dieses scheiß Make-up drauf hatte. Sorry, dass ich das sage. Ich verlinke euch dann das Video unten in der Box. Oh nö, nicht den. Den kriegt der Kindesau wieder ab. Warte, du kriegst den Lippenstift, der wieder abgeht. Oh, das ist lieb. Steht dir drauf, dass der wieder abgeht? Ja, der geht wieder ab. Den benutze ich auch ziemlich oft. So, natürlich mit einem Lippenpinsel. Nein. Mund so, normal. Oh mein Gott. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie schwer das ist, hier nicht zu lachen. Wie gesagt, es sei ja nun, ist nur eine Wette verloren, also kriegt er jetzt trotzdem nicht so viel Schminke drauf. Weil, wie gesagt. Ja, was findet ihr was an diesem komischen Zeug? Das schmeckt ja abartig. Es gibt auch manchmal Lippenstift mit Geschmack. Cool. Du müsstest jetzt eigentlich mit Geschmack haben. Ja. Ist das richtig? Oder nee, so. So. Und fertig. Dezent. So. Von Schminke sieht man nicht viel. Alles schön am Glänzen. Ja, so kann man denn noch aussehen. Das kann ich verkraften. So, Leute. Ja. Und jetzt weiß ich auch, wozu diese komische auf den Augenlidern ist. Eigentlich kann man das noch verblenden, aber. Du, das ist, wenn du da sagst, das reicht, dann bin ich da glücklich und zufrieden. Ja. Ja.
Ja, wie gesagt, ich verlinke euch dann Frauchens Anti-Schmink-Video noch unten in der Box. Und ja, jetzt muss ich nach Gassi gehen. Das wird lustig. Aber naja, gut, muss ich durch. Gut, ich würde sagen, macht euch also einen schönen Abend. Wir werden versuchen, das hinzukriegen heute. Und dann, vielleicht sieht man sich wieder. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben oder unten da zu lassen. Tschüss, euer Andi. Und noch einen vollen Blick in die Cam.